Herzlich willkommen zu einem neuen Burgwächter-Video. In diesem Video möchten wir euch die Timer-Dauer-Funktion vorstellen. Diese Funktion ist sehr nützlich, ich nutze sie selber privat ab und zu. Und zwar, wenn wir eine Feier, eine Geburtstagsparty zum Beispiel haben, dann ist es schon mal sehr praktisch, den Zylinder auf Dauer aufstellen zu können, sodass die Gäste eben nicht mehr den Code eingeben müssen, sondern einfach nur am Drehknopf drehen und sie kommen immer in der festgelegten Zeit einfach rein. Gut, wir stellen das Ganze einmal ein. Wichtig an dieser Stelle wäre zu sagen, dass diese Funktion mit den Timern auch nur von den Zylindern unterstützt werden, die Datum und Uhrzeit mit an Bord haben. Das heißt also, die Seco Entry Easy 7601, 7602 Serie, der 7600 oder 7000 Zylinder. Die Home Serie, also die 5000 Serie, die unterstützt diese Funktion nicht. Wir stellen diese also nun ein. Wir gehen auf Mehr. Und dann auf Timer-Einstellungen und haben hier Timer-Daueröffnung. Da gehen wir einmal drauf, müssen zunächst einmal unter Timer-Einstellungen Zeiten festlegen. Wir gehen also über das Plus und können zum Beispiel jetzt sagen, wir haben unsere Feier am Freitag und wählen eine Uhrzeit aus. Das Ganze soll eben gültig sein, meinetwegen ab 16.30 Uhr. Und wir können hier auch eine Zeit eingeben, wir können das auch über die Tastatur hier machen. Das Ganze soll dann bis 23.55 Uhr laufen. Okay, am Freitag können wir das Ganze erstellen. Wir gehen jetzt zurück und müssen diesen Timer nun zuordnen. Wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten, wir wollen das aber unserem Haupteingang zuordnen, dann setzen wir auch da den Haken und speichern das Ganze. Wichtig ist, wir müssen anschließend die Daten auch noch an den Zylinder übertragen. Der Zylinder muss das ja auch noch mitgeteilt bekommen. Deswegen gehen wir anschließend auch noch in den Schließplan. Wir kriegen also auch gleich hier eine Meldung. Da können wir direkt drauf gehen und dann springen wir sofort in den Schließplan, wenn wir die Daten übertragen möchten. Speichern also das Ganze. Jetzt kriegen wir hier die Meldung, sagen Schließplan öffnen und gehen jetzt hier auf unseren Haupteingang, programmieren den. Geben dazu einmal unseren Administratorcode ein und sagen OK. Jetzt werden die Daten per Bluetooth an den Zylinder überspielt und dann ist die Funktion aktiv. Okay. So, das Keypad brauchen wir nicht programmieren. Wir haben an den Fingerscan-Daten nichts geändert. Und nun können wir das Ganze einmal aktivieren. Zunächst geben wir einmal unseren Code ein, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und müssen nun mit der Einschalttaste bestätigen, dass wir die Daueröffnung aktivieren möchten. Und wie wir sehen, der Zylinder kuppelt eben nicht mehr aus, sondern bleibt jetzt dauerhaft geöffnet.